Servus zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich habe mir einen Spezialanhänger ausgeliehen, denn in diesem Video wollen wir etwas anderes machen als Heufahren. Und wir bereiten gerade ein bisschen vor. Ich muss hier so ein paar Sachen mitnehmen. Und zwar haben wir Flutlichter bei uns auf dem Reitplatz. Das eine ist jetzt auch kaputt gegangen und die sind schon recht alt und leuchten halt nicht wirklich gut. Und deswegen habe ich da neue bestellt, die, ich glaube, pro Flutlicht 14.000 Lumen haben. Und da bin ich mal gespannt, ob das funktioniert und wie hell die sind. Und ja, da nehme ich euch jetzt ein bisschen mit. Also, auf geht's. So, hier haben wir die Höllenmaschine. Eine Anhängerhebebühne und die funktioniert entweder mit Diesel oder mit Strom. Und da wir den Strom selber produzieren, haben wir gedacht, nehmen wir den Strom. Genau, hier ist der Korb und dann versuchen wir mal, ob wir die Lichter ausgetauscht kriegen. Ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, dass ich Höhenangst habe, aber mein Papa ist der Elektriker, der kümmert sich um Strom und wir beide versuchen das zu rocken. Ja, es ist heute natürlich auch total windig und regnerisch, also bestes Wetter. So, da oben müssen wir hin, den und den müssen wir austauschen und da ist auf der anderen Seite noch zum Roundpen auch noch eine Lampe, die müssen wir auch austauschen. So, dann fahre ich das Gerät jetzt mal auf den Reitplatz und dann legen wir los. Bis gleich. Ich habe ein mulmiges Gefühl. Es sieht von hier unten gar nicht so hoch aus. Ich stelle euch einfach im Zeitraffer dazu, weil ich glaube, mit nach oben nehmen und filmen, das, ich versuche es nachher vielleicht mal, weil wir werden auch noch ein paar Bäumchen schneiden da hinten und so weiter. Dann nehme ich euch mal mit. Aber im Moment müssen wir einfach gucken, dass wir hier irgendwie einmal da gucken, wie wir da am besten hinkommen. So, was ihr da gerade gesehen habt, war die erste Eingewöhnungsphase. Wir wollten jetzt erstmal nur gucken, ob wir da oben hinkommen. Jetzt holen wir das Werkzeug. Und jetzt wissen wir auch, was wir für Werkzeug brauchen. Und dann schrauben wir da mal ein bisschen rum. Was? Es ist schon sehr hoch. Ja, es ist hoch. Ach, wir schaffen das. So, meine Lieben. Mein Papa kümmert sich jetzt um die professionelle Verdrahtung. Die Lampe haben wir jetzt mittlerweile hier schon montiert. Und ja, mehr kann ich euch auch nicht zeigen, außer den schönen Ausblick. Ich weiß gar nicht, ob er mich versteht, weil es natürlich sehr windig ist heute. Aber so, genießt das mal ein bisschen, denn es ist das letzte Mal, dass ich auf so einem hohen Podest stehe hier.
Also, ich filme euch mal hier nach unten. Ja, ich denke mal, viele werden sagen, ist doch nicht hoch, aber naja, für mich schon. So, jetzt haben wir nämlich folgendes Problem, und zwar haben wir nicht nur die Lampe, sondern wir müssen auf der anderen Seite auch noch eine anbringen, und zwar müssen wir die direkt ins Holz schrauben. Das Problem ist nur, ja, wir kommen mit unserem Korb da nicht so richtig hin. Deswegen müssen wir gleich mal gucken, wie wir das am besten lösen, weil wir können uns mit dem Anhänger nicht auf die andere Seite stellen, weil da komme ich mit dem Anhänger nicht hin. Ja, aber wir werden sehen, wie wir es dann gleich lösen. So, jetzt müssen wir weitermachen. So, was blöd ist, ist, wenn man was vergisst. Dann muss man nämlich erst wieder runter. Ja, jetzt fährt mein Sohn einmal mit hoch, denn ich bin zu schwer. Wir müssen eigentlich noch ein bisschen weiter rausfahren, damit wir die Lampe auf der anderen Seite irgendwie auch dran geschraubt kriegen. Ups, ihr seht gar nichts, ne? Naja, jetzt muss ich auf jeden Fall erstmal was holen und dann geht's gleich weiter. So. Nehmt die Klemmen und keine runterfallen lassen. Habt ihr alles? Ja. Dann die nächste Runde rückwärts. Dann hoffen wir mal, dass die mehr Glück haben. Da steht es auch, maximal zulässiges Gewicht. 215 Kilo. Ach, da waren wir natürlich drunter, ist klar, aber wir sind trotzdem nicht so weit gekommen, wie wir wollten. So, jetzt müssen wir natürlich auch noch da zum Beispiel den Baum, den wollte ich schneiden. Da kann ich was abschneiden und ganz da hinten, da muss auch was abgeschnitten werden. Das machen wir dann noch. Aber ganz ehrlich, man gewöhnt sich so ein bisschen an die Höhe. Gerade wenn man da was zu tun hat, finde ich, dann kümmert man sich ja um das, was man da dran schrauben oder abschrauben muss. Dann vergisst man die Höhe so ein bisschen. Jetzt macht er erst die Elektrik fertig. Wir haben jetzt nochmal Vakuumklemmen geholt. Und jetzt macht er die alte Lampe ab. Die kann man von hier gar nicht sehen. Ja. Ups. Genau. Und ich habe nichts zu tun. Was mache ich? Ja, ich gucke zu, ne? So, wenn wir die beiden geschafft haben, dann ist das hier quasi ein Kinderspiel, weil die ist auch kaputt und die ist nur alleine da. Also da haben wir keine Probleme, da müssen wir gleich unser Gerät hier nochmal ein bisschen umfahren, aber kann ich euch nochmal kurz ein bisschen zeigen. Die Hebebühne. So, hier diese vier Arme sind dafür, um die Stützfüße auszufahren, und hier hat man eine Libelle, damit man die richtig ausrichtet. Und die haben mir auch gesagt, dass die alle auf jeden Fall ordentlich Druck brauchen, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Hier hat man den Antrieb. Den muss man hier quasi, kann man den Hebel umschalten, dann gehen diese Rollen an die Reifen. Und dann hat man hier, wie geht das auf? Achso, hier hat man die Fernbedienung, vorne die beiden Rollen, und dann kann man den sozusagen einfach noch mal ein bisschen bewegen. Ne? Genau, die vier Beine runter, und dann hat man hier hinten noch den Schaltschrank. Zeige ich euch mal kurz. Genau, so, und zwar, wenn man auf 2 gestellt hat, dann kann man aus dem Korb oben das Ganze bedienen, und man kann auf 3 stellen, dann kann man sozusagen, hier sieht man es, kann man den von hier unten bedienen. Da wurde mir gesagt, dass das eigentlich nur gemacht wird, wenn oben jetzt irgendwas, wenn einer verletzt ist oder keine Ahnung,
Also normalerweise wird es ja immer über den Korb bedient sozusagen. Ja, wir nutzen jetzt gerade den Strom. Das ist ein ganz normaler. Ganz normal 240 Volt. Kann man die ganze Sache mit Diesel betreiben. Hier oben kommt der Eisen rein, Auspuff. Aber wie gesagt, wir haben jetzt Strom genommen, weil wir Strom haben und weil es auch ein bisschen leiser ist. Ausleihen hat jetzt 140 Euro gekostet, aber ich sag mal, wenn man das jemanden machen lässt oder irgendwelche Methoden benutzt, die lebensgefährlich sind, dann kann man 140 Euro schon mal ausgeben, denke ich. Genau. Und Elektrik ist sowieso nicht mein Fachgebiet und mein Papa hätte ich jetzt nicht auf den Leiter da hochgeschickt, deswegen haben wir uns dafür entschieden. Jetzt wissen wir auch, dass wenn mal wieder sowas ansteht, dass man das auf jeden Fall gut nutzen kann. Und ich finde auch, dass das relativ wendig und platzsparend ist, das Gerät. Also auch in relativ kleine Ecken sozusagen man dieses Ding benutzen kann und ja auch in alle möglichen Richtungen schwenken kann. Also wenn mal einer bei euch irgendwie neue Dachpfannen verlegen muss, Dachpfannen tauschen muss, der kann sich so ein Ding ja vielleicht mal ausleihen. So, genug gesabbelt, weiter geht's. Jetzt machen wir einmal Funktionstest, ob sie funktionieren. Das ist ja dunkel genug eigentlich. Die Jungs kommen wieder runter, Licht brennt. Es sieht jetzt gar nicht so extrem hell aus, aber ich denke mal, das werden wir dann heute Abend sehen. So, jetzt lassen wir die Dinger einmal wieder ab hier. So, die vorderen haben wir jetzt hochgeklappt, weil wir jetzt gerne von alleine, also ohne anzuhängen, wollen wir jetzt einmal die Fahrfunktion nutzen und zu der zweiten Säule da hinten fahren. Hier dürft euch das Spektakel mit angucken. Wichtig ist, dass man aufs Stromkabel aufpasst und natürlich auf alles andere auch. So, wir müssen einmal Kabeltrommel ausrollen, deswegen habe ich ihn jetzt einmal ausgemacht. Ja, das ist ganz flott unterwegs, ne, der kleine Anhänger, aber es ist eine tolle Funktion, dass er von alleine fährt. So braucht man den halt nicht immer wieder anhängen. Außerdem ist es auch ganz praktisch, dass man nicht die Standfüße unbedingt ganz einklappen muss, weil das dauert. So, also, mein Sohnemann geht wieder mit hoch, weil das Gewicht einfach besser ist, dann kommen sie besser an diese Säule dran. Ich bin einfach zu schwer. Ich mache in der Zeit halt was anderes. Ich erkläre euch die Maschine noch ein bisschen. Gut, so, weiter geht's. So, guck mal hier. Klappt das da oben? Ja, schon. Oder habt ihr Probleme? Es ist schwierig, das gerade abzuisolieren. Das ist die größte Scheiße. Weil ihr habt kein Cuttermesser. Oh, ihr habt alles Werkzeug.
Isolierwerkzeug. Aber nicht für so ein dickes Kabel. Ja. So, es gibt ein kleines Problem. Da in die Lampe wurde das Kabel direkt quasi in der Lampe verdrahtet. Und das Kabel an sich ist so dick, ich glaube, da könnte man einen ganzen Freizeitpark mit Strom versorgen. Deswegen kriegen sie das gerade nicht vernünftig abisoliert. Da hinten, das wurde mit Verteilerkasten gelöst. Da war es kein Problem. Ein paar Vago-Klemmen dran und fertig. Aber hier müssen wir jetzt irgendwie gerade versuchen, dass sie das Kabel auch vernünftig abisolieren. Weil das halt direkt in die Lampe ging. Ich zeige euch mal. Der Verteilerkasten ist hier unten. Da ist der Verteilerkasten. Den hätten sie eigentlich oben gebraucht. Wäre es ein bisschen einfacher gewesen. So, nachher rasieren wir hier nochmal einmal schön die ganzen Bäume ab. So. Gut, weitermachen. Ich bin immer so nah bei euch, ne? Also ich versuche mal gerade zu erklären. Also das Kabel ist so dick. Ich habe hierfür extra diese wasserdichten Verbinder gekauft. Mit Gummi. Aber das Problem war, dass das dicke Kabel hier halt nicht durchgepasst hat. So, jetzt hat mein Papa ein bisschen mit Schnitzerei sozusagen das Loch ein bisschen größer gemacht, dass das Kabel da durchpasst. Und jetzt passt das Kabel durch. Das war das ganze Problem eben. Ne? Nur damit ihr da Bescheid wisst, das dicke Kabel hat hier nicht reingepasst. So, dann gucken wir uns das mal wieder von hier aus an. Hier sieht es wesentlich höher aus. Ne? Ja, ist es ja im Endeffekt auch. So, auf jeden Fall muss ich sagen, gutes Gerät, schöne Höhe. Das heißt für die Zukunft, ich meine, 50.000 Stunden sollen die jetzt halten. Ich hoffe mal, dass wir jetzt so schnell kein Licht hier mehr austauschen müssen. Hier da hinten, das könnt ihr überhaupt nicht sehen, da hinten sind auch solche Lampen verbaut. So, Licht brennt. Boah, ey, dieser Wind, ne? Aber jetzt zeige ich euch nachher nochmal, wenn es dunkel ist. So, jetzt kommen sie wieder runter, haben sich ihr Essen jetzt auch verdient. So, einmal die Community begrüßen. Ein bisschen nach links. Gut. Fertig. Sicherheit entriegelt. Schön habt ihr das gemacht. Vielen Dank. So, ich zeige euch mal gerade, was wir hier machen. Und zwar schneiden wir jetzt hier einmal noch die Bäume. Meine kleine Motorsäge dabei. Die Äste, die jetzt hier über den Reitplatz gucken, die wollen wir einmal wegmachen. Und da hinten sind noch so ein paar dicke, die quasi auf die Wiese zeigen. Und die stören mich immer, wenn ich da mit dem Trecker vorbeifahre. Die auch noch weg, weil wenn wir das Gerät jetzt schon mal haben, dann bietet sich das ja an, ne? Ups, soll ich euch mal was sagen? Bäume schneiden hat noch nie so Bock gemacht, wisst ihr das? Hier hat man eine schöne Kabine, kann man alles reintun, hier hat man einen Steuerknüppel. Achso, habt ihr noch gar nicht gesehen, ne? Soll ich euch das mal gerade zeigen? Also, hier ist der Knüppel. Hier hat man oben zwei Knöpfe und man muss immer erst drücken und dann den Hebel bewegen. So geht's runter. Ups. So drücken, so geht's rauf. Ups. So, jetzt wieder runter. Muss natürlich immer gucken, dass unter einem
nichts ist. Und dann den anderen Hebel kann man rechts und links, rechts und immer erst drücken und dann auf die andere Seite. Und man kann hier teleskopmäßig dann noch einfahren und wieder rausfahren. Genau. Und so hat man die Möglichkeit, hier wunderbar an jeden Ast dran zu kommen. Also ich habe zwar Höhenangst, aber das ist jetzt ja nicht so hoch hier. Und trotzdem ist es so wesentlich angenehmer und sicherer, als wenn man das Ganze mit der Leiter machen würde, was man ja nicht darf. Der sieht jetzt ein bisschen nackig aus da, aber das wächst alle wieder nach. Da oben die Krone, die lassen wir, damit die Pferde auch ein bisschen Schatten haben, wenn die hier im Sommer stehen. Hier unten stört es einfach. Außerdem haben wir ja da oben auch Licht, dass das dann nicht in die Bäume, von den Bäumen dann sozusagen beschattet wird. Deswegen haben wir hier ein bisschen freigeräumt. Wenn es wieder windig ist, ich kann es nicht ändern. So, jetzt schneide ich hier noch ein bisschen dran rum und dann gucken wir uns das Ganze später mal von unten an. Ach so, was man noch machen kann hier übrigens, wenn man die beiden gleichzeitig hält und die, kann man diesen ganzen Korb einmal noch so neigen und heben und so drehen, kann man den auch noch. Das haben wir jetzt aber nicht wirklich benutzt. Jetzt mal ein paar Äste klein sägen. Das ist so ein bisschen die Ausbeute von allem. So, da hinten ist es ein bisschen luftiger geworden auch. Die Lampen können jetzt auf jeden Fall frei auf den Platz leuchten und dann schauen wir uns das Ganze nachher mal im Dunkeln an. Guten Tag. So, jetzt habe ich gesehen, dass da hinten, da ist noch einer, der da übersteht. Da muss ich mich jetzt hier einmal so da durchfuchsen mit dem Korb und dann da hinten versuchen, das dann abzuschneiden. Ich filme euch diesmal von hier unten. Ach Quatsch, ich filme euch nicht, sondern ich zeige euch das hier einmal von hier unten. Dann seht ihr mal das ganze Maschinchen in Aktion. So, jetzt müssen wir die Äste hier noch einmal einsammeln und die packen wir dann da hinten einmal auf die Wiese
damit der Reitplatz hier einfach wieder benutzt werden kann. Meine Frau macht das jetzt demonstrativ einmal vor, wie es geht. Und ich könnte eigentlich meinen Helm absetzen, ne? Ein bisschen, damit ihr auch was seht. So, da haben wir es jetzt hingepackt, da kann ich mit dem Trecker und mit dem Häcksler hinfahren und das wegschreddern, wenn es soweit ist. Die Litzen müssen wir eh dann nochmal neu machen. So, jetzt erstmal Feierabend für heute. Mal gerade noch einen Hafersack unten reinpacken, der alte war ja alle. Und dann machen wir erstmal Ende heute. Heute Abend müssen wir noch einmal Licht testen und gucken, ob wir die Lampen dann nochmal ein bisschen verstellen müssen. Deswegen lassen wir das Gerät dann noch ein bisschen stehen. Tschüss. So, ich stelle mal auf, könnt ihr zugucken. Spieß haben wir noch dran. Da sind jetzt 500 Kilo. Muss immer aufpassen, dass man jetzt nicht an irgendeiner Schraube hängen bleibt und das ganze Ding hier aufreißt oder so. So, und den hieven wir jetzt einmal nach unten. Wieder platziert, können nachladen und alles ist top. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss. Ach nee, wir müssen nachher ja noch das Flutlicht testen, wenn es dunkel ist. Die Spannung steigt. Achtung. Einmal nach links. Der Reitplatz. So sieht das Ganze jetzt aus. Mit den neuen Lichtern. Ja, jetzt ist die Frage, ob ich die noch ein bisschen ausrichte. Auf jeden Fall leuchten sie schon mal richtig stark. Also die haben ordentlich Power. Auch hinten am Roundpen. Ist sehr schön ausgeleuchtet. So, also ich denke mal, das wird, glaube ich, nicht wirklich viel bringen, wenn ich da jetzt einen halben Zentimeter da oben an den Lichtern drehe. Ich glaube, die haben schon das so weit schön ausgeleuchtet alles,
Klar, dass es nach hinten hin ein bisschen schwächer wird, auch da. Aber ob ich das jetzt 3 cm weiter nach oben drehe, dann glaube ich, wird es da hinten auch nicht heller. Deswegen lassen wir das jetzt einfach so, wie es ist. So, dann fahre ich das Ding einmal raus. Das brauchen wir morgen nämlich nochmal für was anderem. Und dann sage ich jetzt gute Nacht und bis morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. So, da ist die Höllenmaschine. Habe ich gerade aufgebaut. Und jetzt versuchen wir mal da oben den Baum, die Krone abzuschneiden. Dafür versuche ich dann Stück für Stück die Äste und den Stamm abzusägen, damit da unten der Zaun nicht kaputt geht. Die Pferde, die sind alle auf dem Paddock, also da ist keine Gefahr, aber ich möchte auch nicht, dass irgendwas kaputt geht, ne? Jetzt muss ich noch gut überlegen, was ich alles mit hochnehme, weil wenn man dann wieder runterfährt, ist immer, ja, kostet viel Zeit. So, die Akkusäge nehme ich wieder mit. Die hatte gestern mein Papa hier gelassen. So eine kleine, ja, das ist also eine kleine Stiel-Astsäge, die man halt an so eine Verlängerung dran machen kann. Ist eigentlich, finde ich, ganz praktisch für die kleinen Äste, dass man da schon mal ein bisschen schneiden kann. Genau, dann legen wir mal los. So, meine lieben Freunde, es wird wahrscheinlich das letzte Mal sein, dass ich aus dieser Höhe ein Video drehe, deswegen möchte ich die Gelegenheit nutzen. Ich habe total zittrige Beine, meine Fußsohlen tun weh vom Verkrampfen, aber jetzt schauen wir einmal in die Ferne und genießen ein bisschen die Aussicht hier, weil das ist auf jeden Fall mal schön anzuschauen. Vielleicht ein bisschen schnell, oder? So. Hier auch nochmal unsere Photovoltaikanlage und der Baum. Der Baum, den müssen wir jetzt, den schneide ich jetzt noch einmal die einzelnen Äste. Also ich bin echt froh, dass ich diese Stielsäge am Stab habe, weil bei der Höhe, ich habe Angst, mich nach vorne zu lehnen, ganz ehrlich. Und mit der normalen Motorsäge müsste ich das. Ich habe jetzt da oben die Krone schon abgeschnitten, habt ihr eben von unten gesehen, und ich habe jetzt so geschrien, weil da unten der Zaun, könnt ihr das erkennen? Da ist eine Latte abgebrochen oder durchgebrochen. Der ist schön aufgeschlagen und dann umgefallen und dann genau auf die Latte drauf. Also Pech. So, und jetzt hauen wir den hier auch nochmal um. So, gehen wir ein bisschen nach hinten. So, ich hoffe, ihr könnt was sehen. Oh Mann, jetzt habe ich keinen Sprit mehr. Das war klar, oder? Ich weiß nicht, ob ich jetzt... Oh. Ja, er kommt. Achtung! Baumfeld! Aber vorbildlich! Vorbildlich! Mann, als hätte ich es gelernt! Ja! Jetzt ist der Baum auf jeden Fall nicht mehr im Weg für die Solarpanels. Gut. So, jetzt schneiden wir da hinten noch ein paar andere Äste. Hier die wasserführenden Äste schneiden wir jetzt nochmal alle weg.
glaube, ihr habt genug gesehen, oder? So, ich ziehe die Äste da jetzt noch raus und ich würde sagen, dann sehen wir uns unten gleich wieder, ne? Bis gleich. So, jetzt habe ich erstmal alles ein bisschen an die Seite geräumt. Den Steiger, den fahre ich jetzt einmal wieder in Ausgangsposition. Und dann fahre ich mit dem Selbstfahrer sozusagen, fahre ich da einmal runter. Ja, das heißt ein bisschen gerade, da habe ich irgendwie mehr Vertrauen anzuhängen. Jetzt irgendwie keine Lust, dass er mir hinten in mein Auto reinrollt. So, das Brett, das muss ich nochmal neu machen, habe ich jetzt mit der Motorsäge einmal sauber ausgeschnitten. Ja, und ich denke mal, so sieht es jetzt aus. Also, ja, nicht schön, aber selten. Das wächst wieder nach. Wie gesagt, den Baum, den werden wir komplett umwerfen nach da hinten. Aber das, ob ich das jetzt in diesem Video noch mache oder im nächsten Video, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kommt dann demnächst auch der Häcksler wieder zum Einsatz. Hatte ich mal, kann ich euch hier oben verlinken. In dem Video hatte ich den schon mal am Start und wenn ihr da vielleicht noch Fragen zu habt, dann könnt ihr das in diesem Video einmal in die Kommentare schreiben, dann kann ich da im Video vielleicht ein bisschen was zu sagen. Also schaut euch natürlich erstmal das Video an da. Da ist der Häcksler grob beschrieben. Aber vielleicht kommt es auch erst im übernächsten Video, aber dann kann ich mir das einmal notieren und dann kann ich da noch ein bisschen mehr zu sagen und mir vielleicht das Datenblatt einmal raussuchen oder wie auch immer. So, jetzt packen wir mal wieder zusammen hier das Gerät. Jetzt machen wir den Eimer noch mal kurz sauber. Einmal hier unten und da in dem Handschuhfach. Man kann übrigens auch hier Elektrosachen anschließen. Also das heißt, wenn du irgendwie einen Akkubohrer, irgendwie eine Flex mit Kabel hast oder was weiß ich, kannst du da auf jeden Fall auch Werkzeug anschließen. Also 230 Volt hast du in dem Körbchen auch. Das finde ich ganz cool. So, hier hast du so eine kleine Klappe und da kann man schön alles rausfegen. Das machen wir jetzt noch. Dann bringe ich ihn weg. Ja, dann haben wir es für dieses Video eigentlich auch geschafft, ne? So, meine Lieben. Na, kommt wieder Wind, wenn ich rede? Ja, natürlich kommt wieder Wind, wenn ich rede. Ist doch wohl logisch. Machen wir ein bisschen. Ja, da ist er. So, meine Lieben. Hatte ich schon. So, letzte Aktion. Hoflader, Mülltonnen einmal hoch an die Straße bringen. Heute wieder Papier und Grau, das heißt 4 Tonnen. Da habe ich jetzt zu Fuß auch keine Lust mehr zu. Dann machen wir oben, füllen wir nochmal Hafer auf, aber das mache ich alleine, brauche ich euch nicht zu oder habt ihr ja schon ein paar Mal gesehen. So, und ich würde sagen, ja, machen wir Schluss für heute. Jetzt noch mal ins andere Eck, weil hier immer noch Wind ist. Auf jeden Fall hoffe ich, ihr hattet ein bisschen Spaß bei diesem Video. Und der Fachausdruck heißt übrigens Steiger und nicht Hebebühne. Hebebühne auf Rädern, Steiger. Genau, ihr hattet ein bisschen Spaß, habt vielleicht ein bisschen was mitgenommen und vielleicht braucht ihr auch mal einen. Dann wisst ihr jetzt auf jeden Fall, wie es funktioniert. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.